Hallöchen, ihr Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Strickanleitung und heute zeige ich euch, wie man das Top strickt, das ihr soeben noch auf dem Foto gesehen habt. Und ich habe für dieses Modell handgefärbte Wolle verwendet und zwar in diesem Fall die Terra in Pink Mauve. Die gibt es in meinem Onlineshop auf romifischer.de. Ja, ihr könnt euch was aussuchen, worauf ihr Lust habt, egal welche Farben. Wie gesagt, hier habe ich die Terra benutzt. Ihr könnt alternativ auch die Hope nehmen, aber da müsst ihr darauf achten, dass ihr nicht das DK-Garn nehmt, sondern die Sockweight, also das Sockengarn dafür, weil das eben sehr viel dünner ist. Das Garn hier ist normalerweise geeignet für die Nadelstärke 2,25 bis 3,25. Ich habe hier aber Nadelstärke 4,0 verwendet. Einfach aus dem Grund, ich möchte ja einen Sommertop stricken, das etwas luftiger sein soll und der Strickstoff etwas dünner sein soll. Und deshalb eine Nadelstärke größer genommen. Am besten geeignet ist es, wenn ihr zwei Rundstricknadeln nehmt, 80 cm. Theoretisch könnt ihr das auch alles auf eine Stricknadel machen, aber ich rate dringend dafür ab, wenn ihr euch die Anleitung gleich anschaut, werdet ihr sehen, warum, wieso, weshalb, weil wir anfangen mit vier Einzelteilen und nachher habt ihr ganz viel Fadengebimsel, wenn ihr alles auf eine Nadel macht. Also ich rate dazu, zwei Stricknadeln zu nehmen, hier 4,0. Ihr benötigt außerdem noch einen Maschenmarkierer, Wollnadelschere und die Träger, die habe ich gehäkelt mit 3,5, Nadelstärke 3,5. Ihr könnt die natürlich auch stricken, aber ich habe die Erfahrung gemacht, gestrickte Träger hängen sich aus und dann rutscht euer Top tiefer. Das möchte ich unbedingt vermeiden und mit festen Maschen gehäkelte Träger sind einfach sehr viel stabiler und halten länger und dehnen sich nicht so aus, die hängen sich nicht aus. So, das dazu. Wenn euch dieses Video, diese Anleitung gefällt, würde ich mich selber gefällt mir Däumchen freuen. Vielleicht habt ihr auch Lust, meinen Kanal zu abonnieren. Falls nicht schon längst geschehen, dann seid ihr immer eine der Ersten, die erfahren, wenn ein neues Video online ist und könnt als eine der Ersten sofort mit dabei sein. Und wenn mal Fragen offen sein sollten zu meinen Anleitungen, könnt ihr diese rund um die Uhr in meiner Facebook-Gruppe stellen. Den Link dazu hinterlasse ich euch hier unter dem Video in der Info. Dort findet ihr auch den Link zu meinem Shop, wo ihr noch ganz viel mehr Garne euch anschauen und shoppen könnt. Und ich wünsche euch viel Spaß. Es geht jetzt los. Ganz kurz vorweg noch für diejenigen, die keine Erfahrung haben mit handgefärbten Garn bzw. mit Strangwolle. Ganz wichtig vorweg, ihr müsst sie zu einem Knäuel wickeln. Geht aber eigentlich ganz schnell, ist nicht so das Problem. Ich finde es auch sehr entspannt, zwischendurch mal Wolle zu wickeln und die zu einem kleinen Knäuel zu wickeln. Ganz wichtig, weil sonst habt ihr ganz viel Wollkotze und Bandsalat und das kostet sehr viel Nerven. Also bitte unbedingt vorher Knäuel wickeln, wenn ihr mit Strangwolle arbeiten wollt. Und was ich auch eben ganz vergessen habe, ist die Garnmenge anzugeben. Und zwar habe ich zwei Stränge benutzt für die Größe 36, 38. Und wenn ihr für 40, 42 strickt, dann kommt ihr auch locker mit zwei Strängen hin. Alles, was da drüber ist, solltet ihr drei Stränge einkalkulieren. Das ja, muss ich euch ja unbedingt noch mit auf den Weg geben. Ein Strang hat 100 Gramm bei mir und 380 Meter. Nur damit ihr Bescheid wisst. Und jetzt geht's los. Und bevor es so richtig losgehen kann, müssen wir natürlich erstmal eine Maschenprobe machen. Ganz super wichtig, weil wir wollen es ja maßgenau für jede Größe stricken und anpassen. Das bedeutet, wir stricken erstmal ja, so eine beliebige Maschenzahl. Wir müssen nämlich gucken, wie viele Maschen hat jeder von uns bei 10 cm. Das kann ja bei jedem unterschiedlich sein, kommt ja auch darauf an, wenn ihr auch ein anderes Garn vielleicht nehmt oder andere Nadelstärke, wie auch immer. Dann ist das natürlich nicht bei allem gleich und wir stricken ja auch alle unterschiedlich locker oder fest. Und deshalb sollte jeder eine Maschenprobe machen. Wir müssen wissen in der Länge, wie viele Maschen kommen auf 10 cm Länge. Ganz super wichtig. Und wenn ihr eure Zahl habt, bei mir sind das 22 Maschen, das müsstet ihr dann mit dem Maßband ausmessen. Oder vielleicht habt ihr ja so Maschenproben, so ein spezielles Lineal dafür. Am besten ist, ihr schreibt euch das auf den Zettel, dann kommt ihr später nicht durcheinander, denn wir müssen da auch mal wieder drauf zurückgreifen. Bei Zeiten, wir brauchen das jetzt nicht zu sofort, aber wir werden das im Laufe der Strickarbeit benötigen.
Und um zu wissen, wie viele Maschen auf 1 cm kommen, nehmen wir diese Maschenzahl, die wir auf 10 cm haben, teilen die durch diese 10 cm und dann kommt bei den meisten eine Kommazahl raus. Bei mir 2,2 Maschen pro einem Zentimeter. Das ist wichtig, dass wir diese Zahl haben, damit wir das später auf unseren Brustumfang und so weiter anpassen können. Das zeige ich euch dann, wenn es soweit ist. Aber jetzt erstmal, das ist für den Anfang super wichtig. Und mehr müssen wir erst einmal gar nicht berechnen. So, wenn ihr dann auch euer Strangwolle zu einem Wollknäuel gewickelt habt, kann es schon losgehen mit der Maschenaufnahme. Vorweg die Erklärung, dass die Vorder- und Hinterseite zunächst einmal getrennt voneinander gestrickt werden und erst später zu einer Runde werden. Und Vorder- und Rückseite stricke ich gleich. Das heißt, es wird ein identisches Top von der Vorder- und Rückseite. Und Vorder- und Rückseite beginnen zunächst jeweils mit zwei Hälften, also zwei Dreiecke, die nacheinander auf die gleiche Nadel gestrickt werden. Ich zeige euch jetzt, wie das geht. Und erst später dann, wie gesagt, zu einer Runde zusammengefügt werden und dann zu einem Stück werden. Wir beginnen unabhängig von der Konfektionsgröße mit der gleichen Maschenzahl. Und zwar nehmen wir alle insgesamt 6 Maschen auf die Nadel auf. 2, 3, 4, 5 und 6. So, das ist der Anfang des Dreiecks. Moment. Dass wir alle stricken und es wird ja Stück für Stück größer. Das heißt, schon da beginnen wir von oben herunter zu stricken und das schon dort auf unsere jeweilige Größe anzupassen. So, Reihe 1 beginnen wir mit 6 rechten Maschen. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Das ist quasi die Rückseite. Die Vorderseite beginnt ab Reihe 2. Und hier machen wir Folgendes. Wir stricken zunächst 3 rechte Maschen. 1, 2 und 3. Und dann stricken wir eine Zunahme aus dem Querfaden. Ich hoffe, ihr könnt das hier alle gut sehen. Ich nehme mit der rechten Nadel diesen Querfaden hier auf, schiebe den auf die linke Nadel rüber und dann stricke ich aus diesem Querfaden eine rechts verschränkte Masche und danach 3 Maschen rechts. So, Reihe 3, das ist wieder die Rückseite, die Innenseite. 3 Maschen rechts, 1, 2, 3, dann die Masche, die wir soeben zugenommen haben, als eine linke Masche und dann 3 Maschen rechts. So, Reihe 4, beginnen wir wieder mit 3 Maschen rechts, 1, 2, 3, dann nehmen wir wieder aus dem Querfaden eine Masche zu, also mit der rechten Nadel den Querfaden auf die linke Nadel schieben und daraus eine rechts verschränkte Masche stricken. Die nächste Masche wird rechts gestrickt und dann wird noch einmal aus dem Querfaden eine Masche zugenommen. Und dann 3 Maschen rechts, 1, 2 und 3. Reihe 5, 1, 2, 3 Maschen rechts.
Dann linke Maschen, 1, 2, 3 und die letzten wieder rechts, 3 Maschen rechts. So, jetzt sind wir bei Reihe 6. Reihe 6 beginnt auch wieder mit 3 Maschen rechts. 1, 2, 3. Dann wird wieder eine Masche aus dem Querfaden zugenommen. Dann 3 Maschen rechts. 1, 2, 3 und eine Masche aus dem Querfaden zunehmen. Und wieder 3 Maschen rechts. Reihe 7 und alle ungeraden Zahlen oder Reihenzahlen, also Reihe 7, 9 und so weiter, die werden von jetzt an alle gleich gestrickt. Also immer mit 3 Maschen rechts beginnen. Dann alle mittleren Maschen links stricken. 1, 2, 3, 4, 5 und die letzten 3 immer als rechte Maschen. Also immer die ersten 3 und die letzten 3 als rechte Maschen stricken. Und dazwischen alle Maschen als linke Maschen stricken. So, jetzt kommen wir zu Reihe 8. Und auch hier wird immer mit 3 Maschen rechts begonnen. 1, 2, 3. Dann wird wieder eine Masche aus dem Querfaden aufgenommen. Diese rechts verschränkten Maschen, ihr seht immer, dass ich hier vorne die Nadel einsteche. Für mich ist das einfacher. Natürlich wird hier immer von hinten durchgestochen, aber nicht immer kommt man da so gut mit der Nadel durch. Deshalb steche ich meistens vorne ein, drehe hier rum, dass ich auf der Rückseite bin und dann stricke ich rechts verschränkt. Nicht, dass ihr denkt, was macht die denn da? So, dann rechte Maschen bis zur letzten 3, dann wird wieder eine Masche aus dem Querfaden zugenommen und die letzten 3 Maschen rechts stricken. Dann kommen wir zur Reihe 9. Wie ich bereits erklärt habe, die ersten und die letzten 3 Maschen werden als rechte Maschen gestrickt, dazwischen linke Maschen. So, und ab Reihe 10 wiederholt sich alles, was in den Hinreihen bzw. in den geraden Reihen 10, 12, 14 und so weiter gestrickt wird. Das bleibt jetzt immer gleich, und zwar folgendes. Wir stricken jetzt nämlich mehr Zunahmen pro Reihe anstatt nur 2. Wir stricken jetzt jedes Mal die ersten 3 Maschen rechts, dann eine Zunahme aus dem Querfaden, dann eine Masche rechts, dann nochmal eine Masche zunehmen aus dem Querfaden, dann bis zu den 4 letzten Maschen alle rechts stricken. Bis zu den 4 letzten Maschen. Dann wird wieder eine Masche aus dem Querfaden zugenommen. Eine Masche rechts. Nochmal eine Masche aus dem Querfaden zunehmen. Und dann 3 Maschen rechts. So werden ab jetzt alle geraden Reihen, also 10, 12 und so weiter gestrickt. Immer
Drei rechts, eine Zunahme, eine rechts, eine Zunahme, dann alle Maschen rechts bis zu den vier letzten, eine Zunahme, eine rechte Masche, eine Zunahme und dann die letzten drei Maschen rechts. Und auf diese Art und Weise wird euer, ich sage jetzt mal erstmal Dreieck, das ist es dann ja erstmal, stets größer. Und wenn ich an einem gewissen Punkt angekommen bin, wo der nächste Arbeitsschritt beginnt, zeige ich euch, wie es weitergeht und worauf ihr für eure jeweilige Größe achten müsst. So, ich habe jetzt hier bis einschließlich Reihe 29 gestrickt. Das kommt dann bei mir bei meiner Größe hin. Ihr müsstet das bei euch auch abmessen. Ja, also ich habe das bei mir auch abgemessen, um zu gucken, wie viele Reihen brauche ich, wie viele Maschen, um auf meine Größe zu bekommen. Denkt bitte daran, das sind die eine Hälfte von Vorder- oder Rückseite. Ich messe an der Vorderseite ab, natürlich, weil ich das bei mir selber nicht auf der Rückseite abmessen kann oder anhalten kann. Also ich habe es mir immer angehalten vorm Spiegel und zwar wie folgt. Das Dreieck sitzt so, das hier ist die Oberseite, die Spitze, die ragt nach oben und das geht an unserem Körper, verläuft nach unten. Ja, also so muss man sich das vorstellen, wie ich das hier in dieser Skizze eingezeichnet habe. So habe ich mir das angehalten. Hier ist die Stricknadel, die geht hier lang und das ist hier unser, diese oberste Spitze, das ist unser Anfang, diese sechs Maschen, die wir aufgenommen haben. So müsst ihr das bei euch anhalten und dann könnt ihr immer abmessen, natürlich glatt gestrichen, nicht, dass es hier irgendwie noch kraus auf den Nadeln ist, sondern schön glatt streichen, nicht gedehnt, sondern so, dass es normal ist, aber eben nicht so zusammengedrückt ist. Also kein Extrem in diese Richtung, kein Extrem in diese Richtung, sondern dass es schön normal glatt ist. Und dann haltet ihr das bei euch an und dann könnt ihr abmessen, wie viele Reihen ihr vielleicht noch benötigt, wie viele Maschen ihr zusätzlich noch aufnehmen müsst und so weiter. Anhand dessen bestimmt ihr natürlich auch, wie tief euer Ausschnitt ist. Also je weiter ihr das runterhaltet, umso tiefer ist natürlich euer Ausschnitt am Ende. Und wenn ihr das ein bisschen höher haltet, dann geht euer Ausschnitt nicht ganz so tief. Ihr solltet das so handhaben, dass diese äußere Ecke hier nicht exakt auf Achselhöhe ist, sondern so 1-2 Zentimeter oder 3 Zentimeter tiefer. Weil sonst schneidet das direkt in eure Achselhöhle ein später beim Tragen. Das ist ganz wichtig, darauf solltet ihr achten. Es werden nicht alle Maschen ausreichen, um direkt hier in der Mitte unter der Achselhöhle anzukommen. Darum kümmern wir uns gleich. Wir müssen dann noch Maschen am Rand ein paar zunehmen. Aber erstmal kümmern wir uns nur um dieses eine einzige Dreieck. Und ihr müsstet euch die Reihenzahlen notieren, wie viele Reihen ihr für eure Größe hier benötigt habt, damit ihr das auf dieser Seite natürlich wiederholt. Und auf den anderen beiden für die Rückseite auch. Also notiert euch am besten auch die Maschenzahl, die solltet ihr zählen, wie viel ihr dann habt und wie viele Reihen ihr gestrickt habt, damit ihr das hier jetzt wiederholt. Und da zeige ich euch noch was ihr auch beachten müsst. Und zwar folgendes, ich werde jetzt den Faden abschneiden, eine gewisse Fadenlänge noch dran lassen, weil wir den später noch benötigen, um den zu vernähen. So. Dann schiebe ich das hier in die Mitte und nehme aber dann die Nadel auf der linken Seite. Ganz wichtig, solltet ihr unbedingt beachten. Wenn ihr das nach links auf die Mitte geschoben habt, greift ihr von dieser Seite aus gesehen zur linken Nadelspitze oder zur linken Nadel und nehmt mit dieser hier wieder die 6 Maschen auf. Denn sonst habt ihr beide Seiten verdreht. Dann ist die eine glatt gestrickte Seite, die rechts gestrickte Seite vorne und die andere auf der Rückseite. Ganz besonders bitte darauf achten, sobald ihr das hier in die Mitte geschoben habt, dann die linke Nadelspitze nehmen und damit wieder die 6 Maschen aufnehmen. Und dann wiederholt ihr das Ganze auf dieser Seite noch einmal. So, also ich nehme schnell mal die 6 Maschen auf. 1, 2, 3,
4, 5 und 6 und dann geht es hier weiter auf dieser Seite. Ihr könnt, wie gesagt, alle vier Dreiecke auf einer Nadel stricken. Es wird dann aber sehr eng, deshalb empfehle ich das nicht. Ich empfehle immer nur diese zwei Dreiecke für eine der beiden Vorder- oder Rückseite, zwei Dreiecke auf eine Nadel zu machen. Diese dann, wenn ihr zwei Dreiecke fertig habt, stillzulegen, zur Seite zu legen, mit der anderen Nadel die anderen beiden Dreiecke zu machen. Meine persönliche Empfehlung, es wird sonst einfach zu viel, ihr kommt durcheinander und dadurch, dass ja auch die Fäden abgeschnitten sind, dann habt ihr nachher nur Gewusel, das nervt und ihr werdet wahnsinnig. Also meine persönliche Empfehlung, nehmt unbedingt die zweite Stricknadel dann dafür, für die andere Seite. Ich arbeite diesen Teil jetzt auch vor und dann zeige ich euch gleich, wie es weitergeht. So, wenn ihr das dann gemacht habt und hier einmal durchgehend rechte Maschen gestrickt hat. Dann kommen wir zu diesem Teil, wo ich sagte, es kann sein, dass ihr hier dann ein paar Zunahmen am Rand machen müsst, bis wir bei den anderen Dreiecken weitermachen können und zur anderen Seite übergehen können. So, wir holen jetzt nochmal unsere Berechnung raus. Hier mit den 220 Maschen im Beispiel, in dieser Beispielrechnung. Und hier habe ich nur 212 Maschen bisher durch die Dreiecke. Das heißt, mir fehlen noch 8. 8 verbleibende Maschen, die ich auf zwei Seiten aufteilen muss, weil ich muss ja dann Zunahmen gleichmäßig machen. Einmal hier auf dieser Seite und dann später noch auf der anderen Seite. Das muss ja gleichmäßig verteilt sein auf zwei Seiten. Das heißt, theoretisch gesehen, ich mache jetzt hier 2 Maschen mehr als diese 4, weil ich eine andere Zahl habe. Aber ich zeige euch, was damit gemeint ist, diese Zunahmen am Rand. Darum geht es, dass ich euch diesen Arbeitsschritt zeige, damit ihr das versteht. Und diese Zunahmen, die ihr benötigt für eure Größe, die macht ihr dann jetzt an dieser Stelle auf diese Art und Weise. Das heißt also, ich lege den Daumen hier auf den Faden. Schlingel den einmal rum, dann gehe ich mit der Nadel hier drunter und ziehe eine Schlaufe nicht zu fest, lass die ein bisschen locker, weil die muss dann wieder abgestrickt werden. In der nächsten Runde stricken wir damit ja rechte Maschen. Wenn die zu fest ist, dann prokelt ihr euch einen Ast ab und ärgert euch nachher. Fünf und 6 Maschen. So, also ich nehme hier an dieser Stelle 6 Maschen zu und dann gehe ich weiter, denn jetzt stricke ich die anderen beiden Dreiecke von der zweiten Nadel mit hier drauf. Das heißt also, es kommt jetzt alles in eins durch, hier rechte Maschen stricken, ohne Zunahmen, ohne was dazwischen, in eins weg, beide Dreiecke auf diese Nadel rüber stricken mit rechten Maschen. Und wenn ihr das dann auch gemacht habt, die anderen beiden Dreiecke auch mit rüber gestrickt habt, dann macht ihr die gleiche Anzahl an Zunahmen hier nochmal. 1, 2. So, ihr müsst aufpassen, dass diese aufgenommenen Maschen nicht verdreht sind, also dass die hier nicht irgendwie so einmal rumgehen, sondern dass die alle nach unten zeigen. Ganz wichtig, denn wir schließen das Ganze jetzt zur Runde und wenn das so verdreht ist, dann stricken wir uns so eine Art Möbius-Gedöns und dürfen das dann später alles wieder aufribbeln. Und diesen Unmut möchte ich nicht, dass ihr den erlebt. So, es kommt dann der Rundenmarkierer, der Maschenmarkierer mit auf die rechte Nadel, auf die rechte Seite. Und dann können wir das Ganze auch schon zur Runde schließen. Bitte achtet auch hier nochmal, dass alle Dreiecke in die gleiche Richtung zeigen, dass die auch nicht hier so irgendwie nochmal so verdreht drumherum sind. Sondern bevor ihr das alles schließt, nochmal bitte kontrollieren. Auch die anderen am Rand aufgenommenen Maschen wie hier,
Da sehe ich nämlich hier schon so einen kleinen Dreher drin. Also ich werde das alles jetzt nochmal kontrollieren und gerade ziehen und nochmal so rumdrehen gegebenenfalls. Und wenn alle Maschen nach unten zeigen und nichts hier noch weiter verdreht ist, dann schließe ich das Ganze zur Runde, indem ich einfach durchgehend, konsequent und ohne weitere Zunahmen Runde für Runde rechte Maschen stricke. Bin ich hier wieder am Ende angekommen, schiebe ich einfach den runden Markierer von der einen Nadel auf die andere Nadel rüber und stricke einfach die nächste Runde weiter. Konsequent, einfach durchgehend rechte Maschen stricken. So, wenn, ich habe jetzt hier, wie ihr seht, sehr viel weiter gestrickt und wenn euer Top die gewünschte Länge oder die benötigte Länge erreicht hat für eure Größe, ihr müsstet das bei euch vor dem Spiegel mal anhalten und dann könnt ihr immer absehen, wie lang das schon ist und wie viele Runden ihr vielleicht noch benötigt, bis ihr mit dem Bündchen beginnt. Denn an diesem Punkt bin ich jetzt angekommen, dass ich mit dem Bündchen jetzt weitermache. Ihr könnt natürlich ein Bündchen eurer Wahl nehmen, wenn die Maschenzahl passt. Sonst müsstet ihr gegebenenfalls nochmal die eine oder andere Zunahme stricken. Ich selber habe mich hier für das kraus gestrickte Bündchen entschieden, ganz einfach deshalb, weil das hier zum oberen Teil passt, weil wir hier ja auch eben auf der Vorder- und Rückseite hier so den kraus gestrickten Rand haben. Und deshalb möchte ich das hier natürlich auch genauso haben, damit das identisch ist. Hier stricke ich nochmal die Runde zu Ende mit der letzten Masche. Und das ist dann ganz einfach. Ihr strickt dann einfach eine komplette Runde mit linken Maschen, sobald ihr mit dem Bündchen beginnen möchtet. Einfach durchgehend linke Maschen stricken und in der nächsten Runde wieder eine Runde mit rechten Maschen. Also immer abwechselnd eine Runde komplett mit linken Maschen und die darauffolgende immer mit rechten Maschen stricken. Und das Bündchen strickt ihr einfach so viele Runden, wie ihr das gerne haben möchtet, weil das soll natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Aber wenn ihr euch für ein anderes Bündchen entscheidet, weil euch was anderes ganz toll gefällt, dann seid ihr natürlich herzlich eingeladen, dieses Bündchen hier unten dran zu stricken. Es soll ja eben jedem am Ende gefallen. Das ist ganz wichtig. Und wenn ihr halt nur ein anderes Bündchen dran stricken möchtet, dann, wie gesagt, solltet ihr unbedingt darauf achten, dass eure Maschenzahl hinkommt. Das heißt natürlich vorher Maschen zählen und, wie gesagt, eventuell die eine oder andere Masche dann noch zunehmen. Und ja, wie gesagt, ich stricke jetzt hier mein Bündchen weiter, eine Runde linke Maschen, eine Runde rechte Maschen, immer am Wechsel, so lang, bis ich mein Bündchen so lang habe, wie ich es haben möchte. Und dann werden die Maschen auf elastische Weise abgekettet und wie das geht, das zeige ich euch dann gleich im Anschluss. So, und wenn euer Bündchen dann hoch genug ist, dass ihr startklar seid, die Maschen abzuketten, könnt ihr als erstes den Maschenmarkierer abnehmen oder den runden Markierer. Und dann geht es auch schon los. Ich habe ja gesagt, elastisches Abketten, deshalb, es geht hier um ein Bündchen. Wenn wir auf normale oder so eine Standardart abketten würden, dann kriegen wir so eine steife, unbewegliche Abkettnaht, was bei einem Bündchen eher unpraktisch wäre. Und deshalb, weil es sich ja halt eben nicht mit dem Körper mitbewegt und deshalb die elastische Art. Wir stricken zuerst zwei Maschen rechts, dann gehen wir mit der linken Nadel durch die beiden Maschen, holen mit der rechten den Faden durch die beiden Maschen durch und dann können beide von der Nadel gleiten. Und von da an nur noch eine Masche rechts, mit der linken Nadel durch beide Maschen durch, mit der rechten den Faden holen durch beide Maschen und dann können diese von der Nadel gleiten. Eine Masche rechts und das geht dann einmal ringsrum, bis nur noch eine einzige Masche auf der Nadel verblieben ist.
So, nachdem ihr dann das letzte Dreieck gestrickt habt, lasst ihr den Faden dran. Der wird bei dem letzten Dreieck nicht abgeschnitten. Ganz wichtig, denn das bleibt dann weiterhin unser Arbeitsfaden. Wir müssen jetzt nochmal eine kleine Berechnung machen. Also zunächst einmal zählen wir alle Maschen aller Dreiecke. Also wenn ihr ja alle sowieso gleich gestrickt habt und bei dem ersten mitgezählt habt, dann multipliziert ihr das einfach mit 4. Dann habt ihr eure Zahl von allen Maschen, die ihr jetzt auf den Nadeln habt, von 4 Dreiecken zusammengerechnet. Dann im nächsten Schritt müssen wir den Brustumfang messen. Ich habe jetzt hier einfach nur ein Beispiel genommen. Beispiel 100 cm Brustumfang. Wir müssen ja jetzt nämlich abmessen, wie viele Maschen wir insgesamt benötigen, damit es nicht zu eng wird und auch nicht zu weit wird. Und dafür benötigen wir ganz unbedingt den Brustumfang, den wir ja mit dem Maßband abmessen. Und auszurechnen, wie viele Maschen wir insgesamt für diesen Brustumfang benötigen, nehmen wir von der Maschenprobe diese Zahl, die wir ausgerechnet haben, wie viele Maschen pro einem Zentimeter, diese Kommazahl, bei den meisten kommt ja eine Kommazahl dabei raus. In meinem Beispiel Brustumfang 100 cm mal diese 2,2 Maschen. Ihr müsstet natürlich eure Zahlen eintragen. Ne, also das ist, diese 100 sind jetzt einfach nur so aus dem Beispiel rausgenommen. Und dann mit eurer Maschenzahl das multiplizieren. Hier bekomme ich 220 Maschen raus. Das heißt im Umkehrschluss, theoretisch fehlen mir, wenn ich denn einen Brustumfang von 100 cm hätte, 8 Maschen. Auch noch wichtig, wir sollten unbedingt bei unserem Brustumfang 1 bis 2 cm hinzurechnen, weil sonst wird das Top nachher so eng, dass wir uns fühlen wie in einer Wurstpelle und dann sehr wahrscheinlich auch so aussehen. Und um das zu verhindern, sollten wir unbedingt zu unserem Brustumfang 1 bis 2 cm hinzurechnen und dann das multiplizieren, damit wir hier die passende Zahl bei rauskommen. Ich hoffe, ihr seid hier gut mitgekommen, dass ihr diesen Arbeitsschritt hier auch verstanden habt, den ich euch hier gerade erklärt habe. Ich weiß, für viele ist es schwierig, mit Zahlen rumzuhantieren. Ich finde das auch nicht immer angenehm, aber wir kommen nicht drum rum, wenn wir es auf unsere Größe passend uns erarbeiten wollen. So, also im Beispiel würden mir hier 8 Maschen fehlen. So, jetzt das merken wir uns im Hinterkopf. Es geht jetzt darum, dass wir diese 4 Dreiecke im nächsten Arbeitsschritt miteinander verbinden und aus 2 Stricknadeln eine machen und das Ganze dann zur Runde stricken. Das heißt, dass wir dann von da an nicht mehr in Reihen stricken oder von jetzt an nicht mehr in Reihen stricken. Als erstes verbinde ich diese beiden Dreiecke miteinander von einer Nadel. Das heißt, ich stricke im Übrigen jetzt auch nicht mehr die Maschen, also diese Zunahmen aus dem Querfaden, damit ist jetzt auch Schluss. Ich stricke jetzt einfach durchgehend rechte Maschen, erstmal von diesem Dreieck und dann gehe ich in eins über zum nächsten Dreieck, ohne Pause, ohne irgendwas anderes, einfach in eins durch rechte Maschen stricken, bis ich hier angekommen bin. Und dann zeige ich euch gleich, wie es weitergeht. So, und wenn ihr dann alle Maschen abgekettet habt, die noch auf der Nadel waren und nur noch eine einzige übrig bleibt, könnt ihr den Faden schon mal abschneiden, was ich in der Zwischenzeit getan habe. Und dann könnt ihr die Masche aufdehnen, die Nadel rausziehen. Und dann ziehen wir einfach vorsichtig den Faden durch die letzte Masche und ziehen sie fest an. Dann kommt die Wollnadel ins Spiel, denn wir müssen jetzt den Faden vernähen. Und das machen wir im Anschluss mit allen anderen Fäden, die abstehen. Die werden jetzt schon einmal vorab, bevor wir die Träger machen, schon mal vernäht, weil wir sonst da oben viel zu viel Gebimsel haben, was uns unnötig stören könnte. So, hier seht ihr, dass hier so eine kleine Erhöhung ist, wie so eine Art Treppenstufe. Das gleiche ich aus, indem ich so 1, 2 Maschen
daneben einsteche. Und dann den Faden anziehe und dann ist es ausgeglichen, seht ihr hoffentlich. Da mache ich schnell einen Doppelknoten, damit sich das nicht wieder löst. Und dann klappe ich das Ganze auf die Innenseite, die kraus gestrickt ist, und dann wird das Ganze vernäht. Und zwar steche ich hier durch einzelne Maschen hindurch. Auch gerne mal mitten durch den Faden hindurch, weil das dann einfach besser hält. Und arbeite auf diese Art und Weise hier auf der Rückseite den Arbeitsfaden ein. Dann kann der Faden abgeschnitten werden. Wie gesagt, das mache ich jetzt mit allen abstehenden Fäden. Und erst dann kümmere ich mich um die Träger. So, im nächsten Schritt nehmt ihr euch eure Häkelnadel, denn jetzt wollen wir die Träger beginnen. Den ersten habe ich hier schon fertig. Somit kann ich euch ganz genau erklären, worauf ihr dabei achten müsst. Und zwar nehmt ihr euch die erste Spitze hier oben. Die ist ja hier so ein bisschen flach. Das heißt, dass unser Träger so breit wird, wie hier die Breite der abgeflachten Spitze sozusagen. An die äußerste Kante oder Ecke hier stechen wir mit der Häkelnadel ein und holen erst einmal den Faden durch. So, den knote ich dann mit einem Doppelknoten fest, damit er mir nicht verrutscht. Lasse natürlich noch ein bisschen Faden dran, den ich später vernähen kann, ganz wichtig. Also den Faden hier nicht zu kurz lassen. So, und dann gehe ich hier wieder durch mit der Häkelnadel. Und jetzt häkle ich eine Luftmaschenkette und die Luftmaschen, die müsst ihr mitzählen, ganz wichtig. Und die Luftmaschenkette soll so lang sein, wie euer Träger natürlich lang sein soll. Damit das Ganze passen wird, damit der Träger nicht vielleicht zu lang oder zu kurz wird, rate ich euch dazu, das Top mal anzuprobieren. Und jetzt, wo die Maschen alle abgekettet sind, kann man das bestens machen. Einerseits könnt ihr euch das auch anhalten und abmessen. Wenn ihr darin aber nicht geübt seid, rate ich euch eher dazu, das anzuprobieren, eine Luftmaschenkette vorweg schon zu häkeln und dann könnt ihr das abmessen, damit das Top später nicht zu tief hängt oder nicht zu weit oben hängt. Und entsprechend entweder noch dann jeweils ein paar Luftmaschen dazu nehmen oder wieder auflösen. Jetzt habe ich hier die erste Masche, hätte ich beinahe mit 1 begonnen. Das ist hier die erste Masche und dann beginnen wir mit 1. Ich habe insgesamt bei dem anderen Träger 40 Luftmaschen gehäkelt. So, jetzt bin ich hier bei 40 angekommen. Wir müssen jetzt nämlich auch gucken, dass der Träger
nicht verdreht hier auf der anderen Seite ankommt. Das heißt also, ich schiebe mir das hier so ein bisschen zurecht, dass ich hier, ohne hier was zu drehen oder zu wenden, hier drüben ankomme. Und steche ich hier an der äußersten Kante ein und häkle eine Kettmasche, um das Ganze hier drüben zu befestigen. Und dann wende ich, ganz wichtig, weil sonst verdreht ihr nachher die Arbeit und dann ist der Träger so verdreht. Das ist ganz wichtig, dass ihr darauf achtet, dass der Träger nicht verdreht ist. Und jetzt häkeln wir in jede einzelne Luftmasche, die wir eben gehäkelt haben, eine feste Masche. Also in jede Masche kommt jetzt eine feste Masche. So, und sobald ihr hier auf der anderen Seite angekommen seid, stecht ihr durch, also von der Seite, die kraus gestrickt ist, auf der Innenseite nach außen und häkelt eine Kettmasche. Und dann wendet ihr das Ganze wieder und dann wird wieder ganze Reihe feste Maschen gehäkelt und das macht ihr die ganze Zeit hin und her, bis ihr die volle Breite auf der oberen Seite erreicht habt. Ich weiß nicht mehr genau, wie viel ich bei dem anderen Träger, ich meine, es wären 5 oder 6 Reihen gewesen, die ich so gehäkelt habe. Also einfach feste Maschen häkeln. Träger häkeln geht eigentlich ganz schnell. Also ich bin hier wieder auf der anderen Seite angekommen. Ich wollte euch nochmal diesen Schritt hier zeigen. Also hier ist die kraus gestrickte Seite, die Innenseite. Das heißt, ich gehe von innen nach außen. Häkel hier oben eine Kettmasche und dann wende ich das Ganze wieder und dann häkel ich hier wieder zurück. Und wenn ihr dann die letzte Kettmasche gehäkelt habt, könnt ihr den Faden schon mal abschneiden. Ihr häkelt dann nur noch eine Luftmasche, um den Faden dann durchzuziehen und fest anzuziehen. Und dann müsst ihr eigentlich nur noch die Fäden vernähen, so wie wir das auch schon mit den anderen Fäden gemacht haben. Und dann ist euer neues Sommertop fertig. Und ich hoffe, ihr seid gut mitgekommen, dass ihr das Ganze gut nacharbeiten könntet und vor allen Dingen auch Lust dazu habt, das Ganze nachzuarbeiten. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr bis hierhin mit dabei wart und zugeschaut habt und würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Video auch wieder mit dabei seid. Und ich wünsche euch jetzt erstmal eine wunderschöne kreative Strickzeit. Sage bis zum nächsten Mal, eure Romy. Tschüss.